Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum sechsten Termin unserer Social Media A-Vorlesung. Das Thema, das uns heute beschäftigen wird, ist Social Media Advertising, also Werbung, komplettiert die Einführungsrunde, wenn Sie so wollen. Wir haben uns zu Beginn der Vorlesung unterhalten über das Thema Traffic Channels, über die DSGVO und uns dann angeschaut, was eigentlich typisch ist für Social Media Plattformen. Und wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang habe ich Ihnen auch ein wenig erzählt über die Traffic Channels, die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie, wenn man das mal ganz abstrakt ausdrücken möchte, wie Nutzer im Internet zu Informationen kommen, beziehungsweise eben auch, wie Besucher auf Webseiten gelangen. Ein kurzer Flashback der Artikel, ich habe ihn eh verlinkt in der ersten oder zweiten Einheit, ist in meinem Blog über die Traffic Channels. Wenn Sie sich das nochmal überlegen, also kurz zur Erinnerung, das sind eben diese unterschiedlichen Wege, die Prozentsätze unterscheiden sich sehr stark, wenn man sich das in einem Analyse-Tool wie Google Analytics anschaut, natürlich je nach Webseite, aber grundsätzlich die Arten von Traffic. Da haben wir zum einen den Such-Traffic, also die Suchen, die über Google passieren. Google selber, die Suchmaschine, ist ja nicht so im Zentrum einer Social-Media-Vorlesung. Suche ist ein anderer Bereich. Ja, nichtsdestotrotz ist Google natürlich auch mit einigen Services sehr, sehr stark positioniert im Social-Media-Bereich. Also so gesehen dann doch wieder Google, aber eben nicht die Suchmaschine. Ich meine damit natürlich YouTube auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Google My Business, ein wichtiges Geo-Service, das wir uns auch bei den einzelnen Netzwerken im Detail anschauen werden. Aber wie gesagt, Suchtraffic ist die eine Sache, der passiert dann in der Regel, wenn die Nutzerin oder der Nutzer eine konkrete Informationsanfrage hat und dann eben die entsprechende Suchanfrage eingibt. Jetzt gibt es die normale oder organische Google-Suche, in der Google eben die einzelnen Suchtreffer listet, je nach Relevanz der Seite, und wenn es sozusagen mit der organischen Positionierung nicht klappt oder wenn man das bei zusätzlich ergänzen möchte, gibt es eben auch die Möglichkeit, bezahlte Anzeigen zu schalten, sogenannte Google AdWords. Also auch hier im Suchtraffic haben wir die organische Reichweite und den bezahlten Traffic. Im Social Media Bereich, beim Social Media Traffic, verhält es sich ganz ähnlich. Es gibt zum einen diese eben organische Reichweite, die ist grundsätzlich mal, ich würde nicht unbedingt sagen, gratis, wenn man das aus Unternehmenssicht betrachtet oder auch aus Sicht einer Person oder eines Influencers. Ich spreche hier beim Thema Werbung natürlich immer über professionelle Kommunikation. Die private Nutzung von Social Media, die sozusagen keine konkreten geschäftlichen oder informationsverbreitenden Ziele hat, das ist ein anderer Bereich. Im kommerziellen Bereich ist im Social Traffic die Unterscheidung sehr relevant zwischen dieser erwähnten organischen Reichweite auf der einen Seite und der bezahlten Reichweite. Es ist in der Regel, als Unternehmen wird man beide Methoden nutzen. Es ist ja auch so, dass bei der Verbreitung von Inhalten, bei der viralen Verbreitung von Inhalten durchaus auch König Zufall oder Glückstreffer, guten Morgen, Laue, oder Glückstreffer eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue, sensationelle Flugdrohne entwickelt und möchten die dann verkaufen und Sie schreiben auf Ihrem Blog darüber und zufällig liest jemand den Artikel, der ein großes Drohnenforum oder eine große Drohnenpage betreibt und stellt Ihre Drohne vor, postet das vielleicht auf seiner Facebook-Page, auf seinen Social-Media-Channels, hat dort die, ich sage mal, einschlägigen, richtigen Follower, die sich für das Thema interessieren, und am nächsten Tag trudeln bei Ihnen hunderte oder tausende Bestellungen ein. Es ist, ob die oder die Person oder diese Personen, die entsprechend die Multiplikatoren sind und auch für die Reichweite in der Zielgruppe sorgen können, ihre Inhalte sehen, hängt, wie gesagt, zum einen von der Social-Media-Strategie ab, ist zum Teil aber auch eine Glücksfrage. Vielleicht ist er ja gerade auf Urlaub oder sein Handy kaputt oder was weiß ich. Natürlich nicht in der Regel nur eine Person, sondern mehrere. Viele Unternehmen tun sich auch relativ schwer damit, Zielgruppen adäquate Inhalte zu posten. Denken Sie dabei nochmal an den Bereich Storytelling. Social Media steht jeder, der dort teilnimmt an diesem System, sozusagen in permanenter Konkurrenz um die Aufmerksamkeit, und um die überhaupt mal zu kriegen, muss auch die Botschaft passen. Damit tun sich viele schwer, und wenn jetzt sozusagen die virale Reichweite, wenn die organische Verbreitung nicht so ganz funktioniert, ist natürlich auch eine Möglichkeit,
das Ganze mit Werbung zu unterstützen. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise, begonnen hat, ich würde sagen, Social Media Advertising auf breiter Basis mit Facebook. Facebook hat ja gestartet, ursprünglich als reines Personennetzwerk, später kamen dann die Company Pages dazu und noch eine Weile später dann die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Wie auch schon mehrmals erwähnt, diese sozialen Netzwerke sind natürlich keine sozialen Organisationen oder gemeinnützigen Organisationen, sondern gewinnorientierte Unternehmen. Und der wichtigste Revenue Stream ist natürlich der Verkauf von Werbung. Auch hier ein Rückbezug auf die vorvorige Vorlesung. Denken Sie daran, Social Media Plattformen sind irgendwo in der Mitte angesiedelt zwischen einem klassischen Medium und einer bloßen Infrastruktur. Plattformen wie Facebook und Co. erstellen selbst keine Inhalte, das tun die User bzw. die Unternehmen, die diese Plattformen nutzen. Die Nutzer wiederum verbringen sehr viel Zeit dort und ein Teil dieser Zeit wird eben in Form von Werbung monetarisiert, wie im klassischen Werbemodell. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Plattformen auch ihre potenziellen Werbekunden animieren möchten, in möglichst großem Umfang Werbung zu schalten. Facebook hat das damals relativ smart gemacht, muss man rückblickend sagen. Als Facebook die Company Pages, die Unternehmensseiten gestartet hat, bekamen diese Unternehmensseiten vergleichsweise viel Reichweite. Auf Social Media Plattformen ist es ja so, sie befreunden sich mit jemandem oder sie werden Follower einer Page. Das ist keine Garantie, dass sie diese Inhalte sehen, sondern der Algorithmus filtert dann. Jetzt ist es eine, ich sage mal, durchaus zu einem hohen Grad strategische oder auch eigennützige Entscheidung dieser Plattformen, mehr oder weniger Inhalte zu filtern. Und Facebook kann sich jetzt ja aussuchen, zeige ich dem Nutzer, wie viel Prozent Inhalte von Pages, denen er folgt, zeige ich ihm oder ihr, wie viel Prozent Inhalte von privaten Personen, wie viel Gruppen und so weiter und so weiter. Da gibt es natürlich, könnte man jetzt sagen, auf der Seite, auf der kommerziellen Seite möglichst viel Werbung bringt möglichst viel Geld. Auf der anderen Seite zu viel Werbung nervt die Nutzer, führt dann womöglich dazu, dass sie die Plattform nicht mehr benutzen. Das heißt, sie müssen als Betreiber hier ein Gleichgewicht finden. Jetzt hat Facebook am Anfang bei den Company Pages sehr hohe Reichweiten verschenkt, wenn sie so wollen. Das war auch insofern recht einfach, als natürlich nicht alle Unternehmen zugleich ihre Seite angelegt haben, sondern es anfänglich relativ wenige Seiten gab. Wenn Sie in den ersten, ich glaube, es waren so 12, 18 Monaten einer Company-Page gefolgt sind, dann haben Sie auch fast immer die Postings dieser Seiten im Newsfeed gesehen. Das hat Facebook natürlich für die Unternehmen, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht verwendet haben, sehr attraktiv gemacht. Gratis Reichweite, wie gesagt. Und es kam ja zu einem, kann man durchaus sagen, explosionsartigen Wachstum an Pages. Mehr Seiten. Der Tag hat nach wie vor 24 Stunden, Facebook begann stärker zu filtern und mittlerweile, ich kenne die aktuellen Zahlen von 2020 nicht, aber Ende 2019 hatte eine Facebook-Page im Durchschnitt eine Reichweite von so 7%. 7% der Follower sehen die Postings und wenn Sie jetzt als Unternehmen sagen, ich möchte aber, dass die restlichen 93% oder dass generell mehr Personen meine Postings sehen, dann können Sie eben auch dafür bezahlen. Jetzt könnte man sagen, und das ist mir sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Prüfung, dass Sie diesen grundlegenden Zusammenhang verstehen. Auf der einen Seite, die organische Reichweite auf Social Media Plattformen hängt sehr damit ab, dass ein Unternehmen die eigene Zielgruppe versteht, die richtigen Inhalte veröffentlicht, Storytelling anwendet. Und selbst dann, wenn ein Unternehmen aber alles richtig macht, ist es immer noch im Ermessen oder in der Entscheidung der jeweiligen Plattform, diese Reichweite gegebenenfalls zu vergrößern oder zu drosseln. Wie gesagt, da wiederum haben wir diesen Konflikt aus kommerziellem Interesse einerseits und auf der anderen Seite, ich nenne es mal das zumutbare Maß an Werbung. Ich kann mich erinnern, vor, ich glaube, das ist schon über 10 Jahre her, da habe ich eine Reihe von Facebook-Workshops auf der Wirtschaftskammer gehalten und ich war dann danach mit einem Bekannten eben was trinken. Und er hat mir dann gesagt, und da war Facebook, klar, vielleicht ist es länger her als 10 Jahre, Facebook war da, die Company Pages waren recht neu. Und er meinte dann damals zu mir, Facebook ist wie ein Seitenblicke-Magazin. Ich fand den Vergleich auf den ersten Blick nicht so frappierend, aber ich mag ihn mittlerweile wirklich sehr gern. Und zwar, sein Punkt war, sagte, wenn du ein Magazin kaufst, dann akzeptierst du eine bestimmte Menge an Werbung. Wenn das ganze Magazin nur aus Werbung besteht, würdest du nicht dafür bezahlen. Facebook ist genau das Gleiche, nur dass im Seitenblicke-Magazin
da geht es eben um die Stars und B- und C-Promis. Und auf Facebook geht es um die persönlichen Freunde. Und dafür akzeptiert man ein gewisses Maß an Werbung. Und tatsächlich, wenn Sie sich mal so die übliche Kritik von vielen Nutzern an Social Media Advertising anhören oder anschauen, was die so schreiben, dann taucht natürlich der Kritikpunkt, es gibt viel zu viel Werbung immer wieder auf. Das heißt, die Nutzer hätten natürlich gerne werbefreie Plattformen, bezahlen aber nicht dafür. Facebook, LinkedIn und Co. müssen sich dann überlegen, wie und in welcher Form kann ich Werbung ausspielen. Social Media Advertising, und das ist das Thema unserer heutigen Einheit, hat aber, ich sage mal darüber hinausgehend, über die Tatsache, dass diese Werbeanzeigen über die Social Media Plattformen ausgespielt werden, einige weitere Besonderheiten, die wir uns im Laufe der heutigen Einheit anschauen werden. Übrigens, nur um diese Liste noch fertig durchzugehen, Referral Traffic, habe ich Ihnen gesagt, das sind Besucher, die über Links auf anderen Seiten auf die eigene Webseite kommen. Das sind meistens oder sind in sehr vielen Fällen unbezahlte Besucher, wenn beispielsweise die Online-Ausgabe einer Zeitung über Sie schreibt, ein Blogger über Sie schreibt oder so. Aber auch hier gibt es natürlich bezahlte Möglichkeiten, da wären wir dann im Bereich des Digital Advertising, wie das häufig heißt. Ich nehme mal an, die meisten von Ihnen klicken ab und an mal auf die Tagespresse und die sind recht erfolgreich unterwegs mit dem Native Advertising. Das bedeutet, die Werbeanzeige kommt nicht als Werbeanzeige daher, steht auf einer Webseite dann als Banner, sondern die Werbeanzeige kommt im Gewand eines redaktionellen Beitrags, sieht aus wie ein normaler Beitrag, ist allerdings als Werbung gekennzeichnet. Also auch hier im Referral Traffic Advertising üblich. Display Traffic ist eine rein bezahlte Form, klassische Bannerschaltungen. Direct Traffic sind die Besucher, die die URL direkt eingeben, also sie tippen ORF.at und rufen das dann auf. Auch hier haben wir es mit einer Mischung zu tun. Das kommt dann zustande, wenn Sie eine Webseite bereits kennen, wenn Sie sie öfter verwendet haben, wenn Sie sich die URL gemerkt haben. Und da ist es natürlich auch häufig so, oder immer wieder so, dass durch Werbung auf anderen Kanälen es zu Webseiten aufrufen kommt. Wenn Sie im Radio eine URL, die hoffentlich dann auch einfach zu merken ist, oft genug durchsagen, dann wird es auch der eine oder andere eintippen. Newsletter-Traffic, wiederum dasselbe. Wenn Sie einen eigenen Newsletter betreiben, ja, dann müssen Sie erstmal die Abonnenten sammeln, die müssen sich anmelden für diesen Newsletter. Nicht erst seit der DSGVO, auch ganz explizit mit dem sogenannten Double Opt-in, um eben zu verhindern, dass Sie irgendjemanden unverlangte Infos schicken. Aber es gibt auch große Newsletter mit vielen Abonnenten, die wiederum Werbung im Newsletter verkaufen. Also Sie sehen, in allen diesen Traffic-Channels haben wir die Mischformen drin. Uns geht es heute aber spezifisch um Social Media Advertising. Und das ist mit einem, ja, wie gesagt, mit mehreren Besonderheiten verbunden. Eine, auf die ich zu Beginn gleich eingehen möchte, und da kann man durchaus sagen, in dieser Hinsicht hat Facebook bis zu einem hohen Grad den Werbemarkt revolutioniert. Da trafen nämlich auf recht günstige Art und Weise zwei Entwicklungen zum selben Zeitpunkt zusammen. Zum einen hat Facebook die Company Pages gelauncht und dann später auch ja, die Möglichkeit geboten, Werbeanzeigen zu schalten. Und zum zweiten war das auch genau der Zeitpunkt, in der Smartphones so richtig explodiert sind, beziehungsweise es gab natürlich die ersten Android-Telefone schon kurz vorher, aber der entscheidende Punkt ist ja nicht nur, gibt es die Telefone, sondern wie teilt sich die Internetnutzung auf. Wir haben mittlerweile, und das hängt sehr davon ab, welchen Bereich Sie sich ansehen, wenn Sie die Frage beantworten, wie verwenden Architekten Planungsseiten, es gibt Webseiten auch, einschlägige, da werden Sie auf eine sehr hohe, das Beispiel fällt mir gerade ein, weil ich es letzte Woche in einem Workshop hatte bei Architekten, da werden Sie eine sehr hohe Rate an Personen finden, die diese beruflichen Webseiten über Laptops oder Computer verwenden, also kurz gesagt im Office, in vielen tendenziell eher privaten Netzwerken. Weil Instagram ist natürlich ein Extrembeispiel, weil es weitgehend mobil basiert ist. Aber in vielen anderen Bereichen, bei vielen anderen Webseiten haben sie mobile Nutzung von 50% und teilweise auch deutlich drüber. Jetzt, bevor das Internet mobil und ubiquitär wurde, also immer in der Hosentasche mit eingesteckt, war es ja vergleichsweise einfach, Werbung auf Webseiten zu platzieren, wenn sie einen klassischen
Computermonitor denken, der ist in der Regel, außer sie kippen ihn um 90 Grad, befindet sich der im Querformat. So wahnsinnig lange Textzeilen sind nicht sehr lesefreundlich, gerade bei den 16:9 Monitoren, also wird der Text in der Regel etwas schmäler formatiert und das lässt wiederum links und rechts ausreichend Platz für Werbung. Vor Social Media bedeuteten Werbeschaltungen auf Internetseiten vorwiegend Banner oder, wenn Sie so wollen, Elemente, die neben dem eigentlichen Inhalt platziert wurden. Wenn Sie einen Werbebanner laufen hatten, dann auch teilweise dadurch eben gar nicht sichtbar. Mit dem großen Erfolg des Handys wurde der Platz knapper. Wenn Sie eine Internetseite auf dem Telefon aufrufen, dann haben Sie grundsätzlich mal meistens, außer beim Videoschauen, verwendet man das schon im Hochformat und dann haben Sie nicht allzu viel Platz für den Text und da bleibt links und rechts nicht mehr so wahnsinnig viel Space für Werbeanzeigen. Da gab es dann unterschiedliche Lösungsansätze. Sie kennen das auch heute von vielen Magazinen, von Wired bis zu Tageszeitungen, wo Sie dann mit dem Finger über den Text scrollen und dann kommt zwischendurch ein Werbebanner. Wie platziert man das am besten? Jetzt gab es, und man muss sagen, gerade natürlich was Werbung betrifft, das sind App-Produzenten, für die war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. So ziemlich das Schlaueste, was allen eingefallen ist, war, dass man die Werbung, und das kennen Sie vielleicht noch, wenn dann die App läuft, hier ganz am unteren Bildschirmrand platziert, dass hier also quasi ein Banner eingeblendet ist und das Spiel oder die restliche Applikation läuft da oben drüber. Und jetzt böse gesagt, da passiert es dann schon immer wieder mal, dass jemand unabsichtlich mit dem Finger ankommt und einen Werbeklick aufruft, aber das ist relativ wertlos aus Marketing-Sicht. Facebook hatte da eine durchschlagende Idee. Native Advertising gab es ja auch schon früher, und zwar, wir platzieren die Werbeanzeigen direkt in den Newsfeed rein. Das ist für uns mittlerweile ziemlich selbstverständlich, war es zu dem Zeitpunkt aber ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, einige Monate vorher, ich glaube es waren keine 2 Jahre, hatte Mark Zuckerberg auf einer Konferenz öffentlich angekündigt, egal in welche Richtung sich Facebook weiterentwickeln wird, der Newsfeed bleibt werbefrei. Wie gesagt, einige Monate später war der Newsfeed dann nicht mehr werbefrei. Warum? Gerade auch für Facebook stellte sich die Frage in der mobilen Nutzung. Sie kennen, oder alle von Ihnen, denke ich, kennen den Facebook-Client am Handy. Wo platziere ich da die Werbung hin? Wenn Sie an Facebook denken, am Computermonitor, auch hier dieselbe Thematik. Sie haben den Newsfeed relativ schmal formatiert, links, rechts, überall Platz für Werbung. Am Handy not so much. Da ist es also sehr, sehr lukrativ oder sehr interessant, die Werbebotschaften wie ein normales Status-Update in den Feed rein zu platzieren. Sie bekommen so sehr viel mehr Aufmerksamkeit, nebenbei natürlich auch genauso am Desktop. Und wenn Sie so wollen, diese Idee Native Advertising, also die Werbebotschaft im nativen Format des Mediums zu verpacken und den Newsfeed für Werbung zu verwenden, das war, kann man glaube ich schon sagen, Facebooks Idee und hat in dieser Hinsicht natürlich auch Social Media Advertising revolutioniert. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Elemente zusammenspielen müssen. Das heißt, wenn Sie so wollen, es nützt jetzt auch nicht viel, wenn Sie vollkommen zielgruppeninadäquate Werbebotschaften mit faden Sujets in den Newsfeed reinknallen. Wenn das aber Botschaften sind, die wirklich gut ankommen bei Ihrer Zielgruppe, die von Thema, Bildauswahl und so weiter den Nerv treffen, könnte man sagen, dann kann das natürlich eine sehr, sehr effiziente Werbeform sein. Und wir sehen auch gerade in Österreich, und das zu der Frage von Rotzlöffel, ist Bannerwerbung noch erfolgreich, beziehungsweise würden Sie das noch empfehlen auf Websites? Das ist eine recht komplexe Frage. Ich persönlich war niemals ein Fan von Bannerwerbung und ich würde niemals irgendeinem Kunden von mir raten, klassische Bannerwerbung irgendwo zu schalten. Das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie die Abrechnungsmethode funktioniert. Da kommen wir zum nächsten Spezifikum von Social Media Werbung. Die eine Sache, die immer eine Rolle spielt, nicht nur bei der Online-Werbung, sondern auch im klassischen Bereich, Sie wollen oder Sie müssen Ihre Werbung dort platzieren, wo sich Personen, idealerweise Personen aus Ihrer Zielgruppe aufhalten. Wie funktioniert das im klassischen Werbesystem? Sie wählen die entsprechenden Medien aus,
Das sind in der Regel, oder das waren vor dem Internet in der Regel, entsprechende One-to-Many-Medien. Wenn Sie ein Produkt auf breiterer Basis bewerben möchten, dann ist vermutlich oder war zumindest damals ein Spot zur ORF Primetime oder eine ganzseitige Anzeige in der Sonntagskrone oder so etwas ein ganz gutes Mittel der Wahl. Wenn Sie sehr fachspezifisch bewerben, wenn Sie eine sehr, sehr fachspezifische Gruppe erreichen wollen, beispielsweise Elektrohändler in Österreich, dann wäre es sicherlich eine bessere Idee, Ihre Werbung in einem entsprechenden Branchenmagazin zu schalten. Sie haben also diese Medien ausgewählt und wonach richtet sich der Werbepreis? Im Wesentlichen nach der Kontakthäufigkeit. Das ist beim Fernsehen oder beim Radio die Quote, bei Printprodukten die Auflage bzw. die verbreitete Auflage. Je höher die Auflage, desto höher die Werbepreise und in der Regel auch je spezifischer ein Medium, auch desto höher die Werbepreise. Also kurz gesagt, 10.000 zufällig ausgewählte Personen zu erreichen, kostet weniger als 10.000 Personen mit bestimmten Eigenschaften zu erreichen in diesem Werbesystem. Jetzt hat, als das Internet, das World Wide Web, begann, zu einem Massenmedium zu werden, begann eine langsame Entwicklung, eine in Österreich überaus langsame Entwicklung, wo natürlich auch Werbebudgets, die vorher ausschließlich in klassischen Medien zum Einsatz kamen, zu einem immer größeren Teil für Online-Medien verwendet wurden. In Österreich, und das ist sicherlich eine sehr, sehr spezifische Situation, gab es schon lange vor dem Internet die österreichische Auflagenkontrolle. Das kennen Sie wahrscheinlich aus dem Studium. Also eine Institution, die sozusagen die Auflagenzahlen der Zeitungen verwaltete, veröffentlichte, und Ähnliches existiert auch im Rundfunkbereich. Beziehungsweise war das dort recht lange nicht notwendig. Wie Sie wissen, hatten wir in Österreich sehr lange keinen privaten Rundfunk. Als das Internet zum Massenmedium wurde, gründeten die wichtigsten Player, wenn Sie so wollen, die großen Verlage und Zeitungsherausgeber in Österreich, die ÖBA Plus. Und das ist so etwas wie das Pendant zur Auflagenkontrolle im Online-Bereich. Sie finden, und ich ermutige Sie auch auf jeden Fall, da mal einen genaueren Blick reinzuwerfen, beziehungsweise diese ÖBA-Seite ist nebenbei auch eine sehr, sehr spannende Quelle für die eine oder andere Bachelor-, Master- oder Seminararbeit. Ich teile mal den Screen und zeige Ihnen das. Also die ÖBA in Österreich, die sehen Sie hier in der Vorschau, zu finden unter ÖBA.de. Es gibt diese ÖBA Basic und die ÖBA Plus. ÖBA steht übrigens für österreichische Webanalyse. Wie funktioniert das Ganze? Als Herausgeber eines Online-Mediums können Sie hier Mitglied werden und Sie bezahlen dann auch jährlich dafür. Gar nicht mal, also nicht so wenig, dass es jetzt für einen kleinen Blogger egal wäre. Ich glaube, ich habe mal angefragt vor einigen Jahren. Ich meine, dass es damals 1200 Euro im Jahr waren. Findet man auch auf der Webseite. Was bekommen Sie dafür? Sie bekommen dafür ein sogenanntes Zählpixel oder Tracking-Pixel, also einen kleinen Code, den Sie auf Ihrer Seite einbauen, und die ÖBA misst dann, wie viele Personen, respektive auch, wie viele Personen aus Österreich Ihre Webseite aufrufen, und das ist dann sozusagen die harte Währung. Was auf dieser Seite hier interessant ist, Sie sehen hier Oktober 2020, die ÖBA veröffentlicht monatlich auch die Zugriffsdaten aller Mitglieder, und wenn ich jetzt hier mal auf die Oktoberdaten klicke, was Sie dann bekommen, ist eine sehr ausführliche Liste der großen österreichischen Online-Angebote. Das sind nicht alle, sondern das sind die eben bei der ÖBA Mitglied sind. Und Sie sehen jetzt hier, was da ausgewiesen wird, sind die Visits, also die Besuche der Webseiten, und die Page Impressions, die Seitenaufrufe. Wie hängt das zusammen? Ein Visit ist ein Besucher, der eine Webseite aufruft, und im Zuge eines solchen Besuches werden in der Regel mehrere Unterseiten aufgerufen. Denken Sie an Willhaben beispielsweise. Wenn Sie da irgendwas suchen, dann gehen Sie auf Willhaben, suchen und schauen sich dann mehrere Unterseiten an. Das heißt, einmal die Besuche, einmal die Seitenaufrufe. Hier wird noch ausgewiesen, wie viel Prozent dieser Seitenaufrufe aus Österreich stammen. Die durchschnittliche Benutzungszeit. Die Unique Clients, Sie können ja im,
Internet nicht die Personen messen, Unique Clients sind Geräte. Also hier wiederum Visits und Unique Clients, das bedeutet, wenn ich jetzt hier 45.000 oder 46.000 habe und hier 61.000, dass ein Teil dieser Unique Clients mehrmals im Messzeitraum, also im Oktober, diese Webseite besucht hat. Wenn Sie so wollen, je höher die Visits im Vergleich zu den Unique Clients sind, desto größer ist der Anteil an wiederkehrenden Besuchern einer Webseite. Und hier werden noch einige Verhältniszahlen, also Page Impressions im Verhältnis zu den Visits und so weiter ausgewiesen. Die Zahlen sind für uns recht spannend und Sie können jetzt hier haben Sie diese Liste mal alphabetisch sortiert. Sie können hier auch nach Einzelangeboten oder Online-Angeboten, es gibt diese Dachangebote, der ORF vermarktet mehrere Seiten gemeinsam, das können Sie hier einzeln oder in Kombination anschauen. Und Sie haben auch Zugriff auf die Daten der Vorjahre bzw. der Vormonate. Und Sie können dann mit dem Klick auf die Spalten hier das auch jeweils sortieren. Also wenn ich jetzt wissen möchte, wer hat am meisten Unique Clients in Österreich, dann ist das hier wenig überraschend, das ORF Network mit 14 Millionen Unique Clients. Also da greift im Monat so ziemlich alles in Österreich drauf zu, was ein internetfähiges Gerät besitzt. Sie sehen hier 93% des Traffics aus Österreich. Dann kommt der Kurier. Warum? Kurier selber ist nicht keine so riesige Seite, Kurier.at mit den 7 Millionen, aber da gehören eben, wie gesagt, diese anderen Angebote dazu. Dann kommt Standards, Dürer Digital und so weiter und so weiter. OE24, die sind zeitweise da auch nicht dabei, wenn sich da Wolfgang Fellner mal wieder mit der ÖWA über die Messmethoden streitet. Aber warum zeige ich Ihnen diese Seite? Das hier ist die harte Währung in Österreich und das hat in erster Linie damit zu tun, dass diese Seite zu einem recht frühen Zeitpunkt gegründet wurde. Es gibt meines Wissens kein anderes Land in Europa, in dem einerseits die Online-Werbebudgets im Vergleich zu den klassischen Werbebudgets verhältnismäßig niedrig sind und in dem andererseits ein so hoher Anteil der Online-Budgets für klassische Bannerwerbung ausgegeben wird. Das hängt mit der ÖWA zusammen, das hängt viel auch damit zusammen, dass Marketingverantwortliche auch nicht gefeit sind, davor zu denken, das haben wir immer so gemacht, das machen wir weiterhin so. Und das hängt natürlich auch mit einem System zusammen. Sie wissen vielleicht, wenn Sie als Unternehmen buchen Sie in der Regel Ihre Werbung nicht direkt bei wo auch immer, OE24, ORF oder so, sondern Sie haben eine zwischengeschaltete Mediaagentur, die für Sie die passenden Buchungen zusammenstellt als Service Provider. Diese Mediaagenturen arbeiten natürlich auch eng mit den Anbietern zusammen und es ist, wenn es keine Universitätsvorlesung wäre und ich mich hier in einer Diskussionsrunde drüber mokieren würde, würde ich einfach sagen, es ist ein Sumpf in Österreich. Was wäre die Alternative zu Bannerwerbung? Der entscheidende Punkt an dieser Form von Bannerwerbung ist, wenn Sie Bannerwerbung schalten, in der klassischen Form, dann bezahlen Sie im Wesentlichen für die Page Impressions. Also für diese Zahl hier, für die PIs. Was heißt das? Sie buchen einen Banner auf der Kurier-Kulinarik-Seite, weil es um irgendein Kulinarik-Produkt geht und Sie bezahlen pro 1000 Einblendungen. Das heißt, wenn Sie jetzt 100.000 Einblendungen kaufen, dann wird dieser Banner 100.000 Mal angezeigt und es gibt dann in der Ausspielung gibt es natürlich noch gewisse Feinheiten. Sie können dann bis zu einem gewissen Grad bestimmen, soll, wenn derselbe Client die Seite aufruft, soll der wieder denselben Banner sehen, soll jeder Nutzer meinen Banner nur einmal sehen und so weiter und so weiter. Aber im Wesentlichen bezahlen Sie dafür, wie viele Personen sehen meinen Banner. Das klingt ja vordergründig erstmal nicht unvernünftig. Andererseits hat sich aber im Internet einerseits durch die AdWords, durch das AdWords-System und andererseits dann auch durch Social-Media-Werbung ganz stark, haben sich auch alternative Bezahlformen im Internet etabliert. Jetzt werden sich die von Ihnen, die sich noch nicht mit Online-Werbung vielleicht beschäftigt haben, werden sich fragen, was soll das heißen, alternative Bezahlformen, damit ist nicht Bitcoin oder sonstige Bezahlarten gemeint, sondern natürlich bezahlen Sie in der klassischen Werbung und in dieser Form der Bannerwerbung für die Kontakte. Wenn Sie in der Wiener Westeinfahrt ein Plakat auf ein großes Haus hängen, dann wird der Vermarkter Ihnen sagen, da fahren im Durchschnitt in diesem Zeitraum so und so viele Autos vorbei, da sind so und so viele Kontaktchancen und das diktiert den Preis. Auf einer Webseite fahren keine Autos vorbei, sondern Besucher surfen vorbei. Sagt man das 2020 noch? Websurfen? Glaube nicht. Aber es ist das grundlegend dasselbe Prinzip.
Google und später an die Social Media Plattformen haben die Bezahlung weiter nach hinten verlagert. Für Google AdWords oder für viele Formen der Social Media Werbung bezahlen sie nicht dafür, dass die Werbung angezeigt wird. Diese Möglichkeit der Abrechnungsform gibt es zwar auch, sondern sie bezahlen erst dann, wenn jemand auf ihre Werbung klickt, oder das wäre dann die sogenannte Cost per Klick, klickbasierte Werbung, oder sie bezahlen überhaupt erst dann, wenn jemand auf eine Werbung klickt und dann in weiterer Folge auf ihrer Webseite irgendeine Aktion setzt, zum Beispiel einen Newsletter abonniert. Das wäre dann die conversion-orientierte Abrechnung. Warum macht das einen Unterschied oder warum macht das einen riesigen Unterschied? Wenn Sie eine Webseite betreiben und dort Banner verkaufen, dann ist es ja Ihr Problem, genügend Banner zu verkaufen, um die anzeigen zu können und damit Geld zu verdienen. Ganz grundsätzlich mal ist es nicht Ihr Problem, ob Personen auf die Banner draufklicken. Und tatsächlich sehen wir auch in der klassischen Bannerwerbung ganz, ganz geringe Klickraten, weit unterhalb des einstelligen Prozentbereichs, also 0, irgendwas. Wenn Sie jetzt die Webseite betreiben und Sie verdienen nur dann Geld, wenn einer Ihrer Besucher auf die Werbung draufklickt, dann wird es plötzlich zu einem hohen Grad Ihr Problem, die Werbung den passenden Besuchern anzuzeigen. Und das ist eben genau das, was AdWords oder was Social Media Werbung macht. Sie haben hier die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten nach bestimmten Kriterien. Sie definieren die Zielgruppen, das schauen wir uns auch noch an, nach bestimmten demografischen oder sonstigen Kriterien, nach Interessenslage. Das ist unterschiedlich bei den verschiedenen Plattformen. Dann wird Ihre Werbeanzeige im Fall von Facebook beispielsweise im Facebook-Feed ausgespielt. Und dann misst das System, wer klickt drauf, und Sie bezahlen dann für die Werbeklicks. Jetzt im Extremfall, wenn Ihre Werbung ausgespielt wird und niemand klickt drauf, dann bezahlen Sie auch nichts. Da verdient Facebook auch nichts dran. Andererseits, in solchen Fällen wird die Werbung nur kurz ausgespielt und Sie werden dann darauf hingewiesen, dass Sie vielleicht Ihr Sujet oder sonst was ändern sollten. Das ist mal die eine Sache, diese Cost per Klick oder Cost per Conversion Abrechnung ist, wie gesagt, nichts rein Social Media Spezifisches. Die gab es auch schon vor Social Media Plattformen in Form von AdWords. Und eine zweite Sache kommt auch dazu, die ist natürlich nicht, ich sag mal, die gibt es im klassischen Werbemarkt bis zu einem gewissen Grad. Sie wissen ja, Märkte sind immer ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Wenn wir wieder an unser klassisches Beispiel denken, ORF, ganz egal, ORF, Primespot oder die Anzeige in unserer Tageszeitung. Sie können nicht beliebig viele Anzeigen verkaufen. Nochmal Akzeptanz des Nutzers, ein gewisser Grad an Werbung wird akzeptiert. Ihre Zeitung hat 100 Seiten, davon verkaufen Sie 25 Seiten als Werbung. Dann ist es Ihr Job, idealerweise ausreichend Werbekunden zu finden, um diese 25 Seiten zu füllen. Wenn Sie zu wenig haben, das ist blöd, dann ist doppelt teuer, Sie verdienen weniger durch Werbung und müssen zusätzliche Artikel schreiben. Wenn Sie mehr Angebot haben, dann können Sie auch nicht unbegrenzt weiter Werbung reinstopfen. Das heißt, da spielt Angebot und Nachfrage schon eine Rolle, aber der Preis ist in der Regel ein fixer und festgesetzter, der sich, wie gesagt, nach der Auflage richtet. Also wird vielleicht quartalsmäßig oder halbjährlich oder jährlich angepasst, aber das sind fixe Werbepreise. Im Social-Media-Bereich ist das nicht so. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, die wichtigste Werbeform in der Praxis ist die klickbasierte Werbung. Und da ist es jetzt so, dass Facebook, ich nehme immer Facebook als Beispiel, aber das funktioniert bei den anderen Plattformen ganz genauso, keine fixen Klickpreise hat, keine fixen Werbepreise. Der, wenn Sie so wollen, geringste Klickpreis ist die geringste abrechenbare Einheit. Der liegt so in, je nachdem, welche Währung Sie eingestellt haben, bei einem Dollarcent oder einem Eurocent. Aber der Platz ist begrenzt. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, warum ist der Platz im Newsfeed begrenzt? Da kann man doch ewig weit nach unten scrollen. Es geht eben darum, wiederum derselbe limitierende Faktor. Die Nutzerinnen und Nutzer verwenden Facebook im Durchschnitt einen bestimmten Zeitraum lang. Ist mal egal, ob am Smartphone oder am Computer. Und in dieser Zeit, sie tun das in erster Linie, um sich über ihre Freunde, über ihre Interessen zu informieren, und sie akzeptieren einen gewissen Teil an Werbung. Das heißt, sagen wir mal, sind ganz fiktive Zahlen, der durchschnittliche Facebook-Nutzer
scrollt am Tag 15 Minuten durch seinen Newsfeed und schaut sich dabei 100 Status-Updates an. Und dann gibt es natürlich sehr umfangreiche Forschungsprogramme und Forschungsabteilungen bei diesen Unternehmen, die schauen, wie viel Werbung können wir da schalten, damit der Nutzer, damit er möglichst lang bleibt, damit er nicht zu früh genervt ist, aber wie viel Werbung unterbringen können. Und jetzt sagen wir mal, das wären so, was weiß ich, 20%, jedes fünfte Posting. Und dann haben sie bei den 100 Postings, leicht auszurechnen, 20 Werbeanzeigen, die sie unterbringen können. Das entspricht jetzt erstmal dem Portfolio der Zeitung, wenn sie diese 20 Werbeanzeigen verkauft haben. Dann ist gut und Sie haben sozusagen Ihren Revenue, Ihr Einkommen maximiert. Wenn Sie weniger Werbekunden haben, dann hätten Sie jetzt anders als bei der Zeitung keine leeren weißen Seiten, sondern ja, einfach mehr Status-Updates, die Sie anzeigen können. Wenn Sie mehr Angebot haben, und da kommt jetzt der entscheidende Punkt, dann passiert etwas anderes. Das Werbesystem ist gebotsbasiert. Das bedeutet, es gibt, wie gesagt, keine fixen Klickpreise, es gibt eine begrenzte Anzahl an Werbeanzeigen und der Meistbietende erhält den Zuschlag. Das bedeutet jetzt in der Praxis, es kommt immer darauf an, welche Zielgruppe Sie erreichen möchten. Sagen wir mal, Sie wollen Fahrräder verkaufen und möchten Ihre Werbeanzeige dafür auf Facebook an Personen ausspielen, von denen Facebook glaubt, dass sie Interesse am Fahrradfahren haben. In Wien, weil ihr Shop sich in Wien befindet. Sie schalten eine dementsprechende Werbeanzeige und sie erfahren dann im Zuge des Anlegens dieser Werbeanzeige, wie viel dieser einzelne Klick sie kosten wird. Das hängt davon ab, wie viele andere Werbetreibende zum selben Zeitpunkt versuchen, dieselbe Zielgruppe zu erreichen. Wenn jetzt ein Konditor Werbung für Torten schaltet für Personen, die laut Facebook gerne Süßes essen, dann hat das auf ihren Werbepreis vorerst mal keine Auswirkung, es sei denn, in diesen Zielgruppen befinden sich Personen, die sich fürs Fahrradfahren interessieren und gerne Süßes essen. Dann wird Facebook jetzt Folgendes machen: Das verfügbare Werbeportfolio, in unserem Beispiel die 20 Anzeigen, werden verkauft. Und dann kommt jemand und sagt, ich möchte aber auch gerne Werbung schalten für die fahrradinteressierten Personen. Der erste Werbetreibende hat 50 Cent für den Klick geboten und Sie sagen, mir ist das aber Mehrwert, ich bitte 1 Euro für den Klick. Dann wird Ihre Werbeanzeige geschalten und der vorher 50 Cent geboten hätte, müsste Sie wiederum überbieten. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber so funktioniert im Wesentlichen dieses Gebotssystem. Die dritte Besonderheit bei Social Media Marketing, neben den klickbasierten Preisen, neben der klickbasierten Abrechnung, neben den Gebots- oder Nachfrage- und Angebotsbasierten Preisen, die dritte Besonderheit ist das Self-Service. Im klassischen Marketing, ich habe es bereits erwähnt, haben Sie Mediaagenturen oder selbst wenn Sie direkt mit den jeweiligen Medienunternehmen verhandeln, dann liefern Sie denen in der Regel das entsprechende Werbematerial, die Anzeige für die Zeitung, den Videoclip oder Ihre Werbeagentur liefert das und um die technischen Details kümmern sich dann die jeweiligen Anbieter. Im Social Media Bereich gibt es Self-Service-Systeme, das heißt, als Unternehmen schalten Sie Ihre Facebook-Werbeanzeigen selbst oder Sie haben einen einschlägigen Anbieter, der das für Sie macht. Facebook tut das nicht, beziehungsweise Facebook tut das nur ab relativ großen Summen. Ich glaube, in Österreich liegt das so irgendwo bei 10.000, 15.000 Euro im Monat. Das heißt, wenn Sie jedes Monat diese Summe für Facebook-Werbung ausgeben für ein Jahr lang, dann bekommen Sie einen persönlichen Ansprechpartner und haben auch erweiterte Targeting- und Tracking-Möglichkeiten. Das ist in Österreich aber nur ein sehr kleiner Teil an Unternehmen. Gerade KMUs und EPUs werden in der Regel nicht über 10.000 Euro im Monat für Facebook-Advertising ausgeben. Und dann müssen Sie Ihre Kampagnen selbst anlegen. Das bedeutet, Sie brauchen einschlägiges Sujet, Sie müssen sich aber auch überlegen, welche Zielgruppen möchte ich erreichen und Sie müssen sich auch mit diesen Systemen auseinandersetzen. Das ist dasselbe bei Facebook, bei Google AdWords, auch bei den anderen Social Media Plattformen und ist natürlich auch ein Grund dafür, warum in den letzten Jahren viele einschlägige entsprechende Dienstleister neu gegründet wurden. Nochmal, wie gesagt, im klassischen Werbesystem vor dem Internet hatten wir im Wesentlichen Medien
Medienunternehmen, Mediaagenturen und Werbe- bzw. Kreativagenturen. Mittlerweile sieht man da auch schon sehr viel mehr Spezialistentum. Es gibt Agenturen, die nur AdWords schalten, es gibt Agenturen, die nur auf Facebook-Werbung spezialisiert sind und so weiter und so weiter. Ja. So. Jetzt mal zu den Fragen. Also zur ursprünglichen Frage von Rotzlöffel nochmal zurück. Ist Bannerwerbung noch erfolgreich, beziehungsweise würden Sie das noch empfehlen auf Websites? Im Vergleich zu den klickbasierten Abrechnungsmodellen ist Bannerwerbung relativ unflexibel, geringe Klickraten und es gibt auch wenig Einstellmöglichkeiten. Ich würde es deswegen auf gar keinen Fall empfehlen. In Österreich, wie gesagt, aufgrund der ÖBA spielt das immer noch eine sehr große Rolle. Interessant kann Bannerwerbung vor allem sein, wenn es Ihnen um Branding geht, wenn Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen und entsprechende Werbebudgets haben und dann auch mal so etwas machen wie wir branden die YouTube-Startseite oder wir schalten bunte Banner 24 Stunden am Standard, um einfach unser Logo, unsere Marke herzuzeigen. Dort, wo es Ihnen darum geht, dass die Kunden wirklich irgendwas machen oder draufklicken, eher weniger. Und die Anschlussfrage, was ist da der Vorteil gegenüber Google Analytics? Ich glaube, Sie meinen Google AdWords. Google Analytics ist ein reines Analyse-Tool, mit dem man sich die Ergebnisse ansieht. AdWords oder Facebook Ads sind die Tools, mit denen man die Werbeanzeigen schaltet. Ansonsten bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, nochmal nachfragen. Mortite Salutat, schöner Username. Morituride Salutant ist das lateinische Original. Die Todgeweihten grüßen dich. Der klassische Gruß der Gladiatoren in der römischen Arena an den Cäsaren. Bei mir wird die Webseite von einem Adblocker, uBlock Origin, geblockt, wenn ich sie aufrufen möchte. Ah ja, das kommt auch immer. Kommt auch die ÖBA-Webseite, oder? Kommt auch immer wieder mal vor, dass es da False Alert gibt. Aber es ist eine seriöse Seite. Man muss sich keine wegen Malware oder so keine Gedanken machen, im Zweifelsfall den Adblocker temporär deaktivieren. Ah, sehr interessante Frage von Sabasafaye. Aber wenn man über etwas auch spricht, findet man plötzlich später auch die Werbung dafür in einem Social Media. Wie geht das? Darüber habe ich vor kurzem mit meiner Gattin auch ausführlich gesprochen, beziehungsweise es hat uns sehr amüsiert. Ich habe die ersten Big Brother Awards in Österreich mitorganisiert, bin bei der Net-Idee und bin generell sehr interessiert an Datenschutz. Und das war auch ein Grund dafür, warum wir uns recht lange dem Alexas verweigert haben. Und hat sich vorigen Jahr habe ich von Amazon ein paar Geschenke bekommen. Es stehen die Alexas in jedem Raum zu Hause und mein Fazit nach einem Jahr testen ist, dass ich sie eigentlich im Wesentlichen nur als Uhr verwende, aber Sie haben ja recht, die Mikros sind immer an, da steht auch in den Alexa-Nutzungsbedingungen so drin. Ich kenne die Nutzungsbedingungen von Google Assistant und Facebook Voice nicht im Detail. Im Wesentlichen können die alles aufnehmen, was sie sprechen und das, nicht nur das, bei Alexa können auch Entwickler, also wenn Sie sich jetzt registrieren für ein Entwicklerkonto, dann können Sie auch Sprachaufnahmen für Programmierung nutzen. Sie können jetzt nicht sagen, ich möchte mir gerne anhören, was der Richie Bettauer am so und so vielten in Wien in seiner Wohnung gesagt hat, aber Sie kriegen da so Zufallsparts. Also Datenschutz relativ schwierig. Und zu Ihrer Frage, ja, Alexa, da weiß ich es ganz, ganz definitiv, nutzt diese Daten auch zum Targeting und zum Tracking, auch medienübergreifend. Ist ja relativ leicht zu matchen, wenn Sie so ein Alexa-Device verwenden oder ein Google-Device. Sie sind ja eingeloggt mit Ihrem Konto und Spracherkennung funktioniert schon seit sehr vielen Jahren sehr, sehr gut. Interessanterweise, ich glaube, dass diese Systeme mittlerweile auch recht mächtige Machine Learning Algorithmen im Hintergrund haben. Wir haben mal spaßhalber versucht, das System zu überlisten und haben uns zwei Abende lang über Familienplanung und so weiter unterhalten und waren dann eben neugierig, ob wir einschlägige Kinder wegen Windeln oder so weiter angezeigt bekommen würden. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass es da auch um ganze Patterns geht. Ich habe mal eine von der Universität Oxford, die haben da sehr viele interessante Untersuchungen veröffentlicht. Wenn ein Jungpärchen oder ein junges Paar, sagen wir mal, ein Twins, erfahren, dass sie schwanger ist und dass bald ein Kind auf die Welt kommen wird, dann ist das je nach Region, je nach sozialem Status und so weiter, löst das ein ganz typisches Verhalten aus, Veränderungen in der Mediennutzung und so weiter. Und ich glaube, da müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen.
Aber die kurze Antwort, ja, dieser Audio-Input wird ausgewertet. Ich bin auch nebenbei, ich habe vor 2 Jahren eine Ausbildung zum Interesse halber zum Sicherheits- und Wirtschaftsprofiler gemacht. Falls Sie Leute um mich kennen, ich bin ein menschlicher Lügendetektor, was mir hier jetzt relativ wenig hilft, wenn ich Sie nicht sehen kann. Aber im Zuge dessen hatten wir auch einige Seminare mit Polizeioffizieren und Mitarbeitern des Innenministeriums und so weiter. Und ja, Sie können, ich sage mal so, es ist kein Zufall, dass bei den ganzen modernen Smartphones der Akku nicht rausgenommen werden kann. Einen kleinen Buffer-Akku einbauen. Und es ist ziemlich egal, ob Sie Ihr Telefon ein- oder ausgeschalten haben, das Mikro kann aktiviert werden grundsätzlich. Wir hatten bei der Netidee auch mal eine spannende Einreichung. Daran denkt man ja auch nicht unbedingt. Ich habe das letztens wieder gesehen. Ich habe mir vorige Woche ein neues Handy genommen wegen der besseren Kamera. Und Huawei hat da so eine Software, mit der man das Handy klonen kann im Wesentlichen. Relativ painless. Und beim Pairen dieser beiden Handys, wenn man das alte und das neue nebeneinander legt, dann funktioniert das Pairing nicht über Bluetooth, sondern über Ultraschall. Grundsätzlich können die Handy-Lautsprecher ja Ultraschall erzeugen und die Mikrofone können ihn auch aufnehmen. Wir hören das noch nicht. Bei dieser Einreichung bei der Netidee, und das ist ein System, das mittlerweile recht viel verwendet wird, da geht es um Folgendes. In manchen Fernsehwerbungen werden Ultraschallsignale verwendet und Ihr Handy misst dann, ob Sie diese Werbung gesehen haben über diese Ultraschallcodes. Wie kommt die Software aufs Handy? Dieser Beitrag bei uns bei der Netidee, der ist schon 1,5 Jahre her. Damals war es eben so, dass ich glaube 4 der 10 zu dem Zeitpunkt Top-Spiele-Apps im Google Store, der gratis verfügbaren Spiele-Apps, die hatten diese Komponente mit eingebaut. So wie eben viele Spiele irgendwelche Werbetracker oder sonst was eingebaut haben. Und wenn sie sich das installiert haben, dann hat ihr Handy da eben auch mitgelauscht. Warum macht man so etwas? Damit man es mitkriegen kann, wenn jemand eine Fernsehwerbung sieht und dann gegebenenfalls eben auch Retargeting machen kann. Also da passieren schon ziemlich viele Dinge im Hintergrund, mit denen die Betreiber dieser Netzwerke versuchen, unsere Interessen möglichst gut herauszufinden. Das ist natürlich das, wo Werbung dann auch funktioniert. Jetzt sagen die Befürworter dieses Systems, die sagen, ja, aber das ist doch ganz wunderbar, je genauer ein Werbetreibender über unsere Interessen Bescheid weiß, desto relevantere Informationen bekommt man. Auf der anderen Seite, die große Befürchtung beim Datenschutz ist, wer sammelt all diese Daten und wer kann dann darauf zugreifen. Meine persönliche Position und auch die wir hier mit Netidee und mit den einschlägigen Organisationen vertreten, ist relativ simpel. Es muss natürlich die Entscheidungsfreiheit beim Nutzer liegen. Jemanden so etwas unterzujubeln mit einem Spiel ist ethisch sicherlich nicht einwandfrei. Und das ist letztendlich auch, und da schließt sich der Bogen zur vorletzten Vorlesung wieder, das ist letztendlich auch genau die Stoßrichtung oder die Kernidee der DSGVO. Social Blade kenne ich. Social Blade, das ist ein Tool zur Analyse von Influencer-Accounts. Sie können YouTube, Twitch, Twitter und Instagram. Das Interessante an Social Blade ist, ich kenne die Tools alle, aber ich verwende die für Kunden auch teilweise. Ich war meines Wissens auch der erste Blogger in Österreich, der einen Beitrag für Geld verkauft hat vor 20 Jahren, damals viel gebasht worden dafür. Im Influencer-Marketing, wenn Sie Ihr Werbebudget irgendeinem Instagrammer geben, dann möchten Sie natürlich wissen, ob es sich dabei um einen seriösen Account handelt. Social Blade hilft dabei, man kann muss direkt den Usernamen eingeben. Sie sehen da jetzt eh, wenn Sie so einen, mein YouTube-Channel hat Great C, aber ich verwende ihn nur für die Vorlesungsvideos. Sie sehen da gewisse Daten und interessant ist bei Social Blade vor allem die Entwicklung im Lauf der Zeit. Konkret deshalb, weil es gerade bei diesen Accounts immer eine große Frage ist, hat der Follower gekauft, handelt es sich da um echte Fans und so weiter. Da kann Social Blade sehr hilfreich sein dabei, es gibt auch andere Analyse-Tools. Geht natürlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, sage ich mal, von der Grundidee her. Weil bei den Online-Medien sehen Sie, es ist noch etwas komplexer sogar hier, würde ich sagen.
bei den Online-Medien sehen Sie von außen nicht die Zahl der Zugriffe. Sie können jetzt sagen, ja, okay, das ist der ORF, der wird schon irgendwie wichtig sein, aber Sie können jetzt nicht messen. Sie müssen, wenn der ORF sagt, wir haben so viele Millionen Zugriffe, dann können Sie dem glauben oder nicht. Und das gilt für alle Seiten, natürlich nicht nur für den ORF, und deswegen die ÖBA als zentrale Messinstanz. Bei den Social Media Channels, bei einem Instagram-Account sehen Sie die Zahl der Follower auf einen Blick, bei YouTube genauso. Bei YouTube sehen Sie die Likes bzw. Dislikes der einzelnen Videos. Bei Instagram sehen Sie die Zahl der Likes nicht mehr, aber Sie können, wenn Sie jetzt die Postings aufrufen, Sie können sehen, gibt es dort Kommentaraktivität und so weiter. Und da ist Social Blade sehr hilfreich von der Grundidee her, dass man eine Messsystematik schafft, die es erlaubt, Systeme zu vergleichen und damit zu einer fairen Preisgestaltung zu kommen, ja, würde ich sagen, geht es sehr in diese Richtung. Ja, übers Mikrofon, genau, dieses Ultraschall-Tracking bzw. auch die Sprachaufnahmen funktionieren übers Mikrofon, wobei es ja bei einem, ich sage mal, normalen Computer mit normaler Betriebssystemkonfiguration, wenn wir mal davon ausgehen, dass Sie da jetzt keine Spyware oder so drauf haben, dann ist es noch Ihre Entscheidung, wann oder ob Sie das Mikrofon aktivieren oder deaktivieren. Das war jetzt mal Absicht, also ich kann dann draufdrücken und Sie hören mich nicht mehr. Bei den Alexa- oder Smartphone-Systemen obliegt das eben nicht mehr unbedingt Ihrer Kontrolle. Nein, das Mikrofon ist nicht immer eingeschaltet, aber es gibt, wir haben in Österreich, ich sage mal so, die Trennung zwischen Exekutive und Legislative funktioniert ja bei uns sehr gut im Allgemeinen. Die technische Möglichkeit besteht jederzeit. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, als dieser schreckliche Fund gemacht wurde in Österreich, wo ich glaube es waren 20 oder sogar noch mehr Flüchtlinge in einem Kühltransporter erstickt sind. Können Sie sich daran erinnern? Die beiden Schlepper waren damals auf der Flucht und wurden in Osteuropa dann auch gefasst. Wie? Einer der beiden hat telefoniert und sein Handy hat dabei ein Foto von ihm gemacht und an die Ermittlungsbehörden geschickt. Diese Fotos werden dann auch nicht in der Gallery gespeichert. Das geht, aber das geht halt wirklich auch nur über eine richterliche Anordnung. Also mit diesen Systemen kann man nicht so großartig rumspielen. Die andere Frage ist dann, was Sie an Spyware drauf haben können. Und genau dasselbe wie mit der Kamera gilt natürlich auch fürs Mikrofon. Ja, das ist interessant. Elektrische verstellbare Tische, wenn das solche Sachen sind, nach denen man sucht, die jetzt nicht so offensichtlich sind, das ist kein Thema, mit dem man sich jeden Tag beschäftigt. Einmal ist Zufall, oder? Aber die Erfahrung machen immer mehr Nutzer. One Nicer Boy schreibt, mir kommt es aber so vor, als wäre das nicht nur auf Systeme wie Alexa beschränkt. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wie gesagt, bei Alexa ist es deshalb so offensichtlich auch, weil es in den AGBs genauso drinnen steht, dass die uns mehr oder weniger permanent abhorchen dürfen. Also wie gesagt, sieht man die da? Das Kabel ist zu kurz. Bei mir steht, müssen wir glauben, bei mir steht da auch unterm Computer eine Alexa, also wirklich in jedem Raum, weil wir das auch mal ausprobieren wollten. Nachdem bei mir zu Hause ja selten größere Waffen oder Drogendeals oder so über den Tisch gehen, kann man natürlich, und auch das Argument höre ich immer wieder, ich habe ja nichts zu verbergen, nicht my cup of tea. Ich finde, das ist immer ein ganz, ganz schädliches Argument, weil die andere Sache bei diesen Systemen ist ja auch, wenn die mal etabliert sind, dann kommen oft auch andere Player, die da Begehrlichkeiten anmelden. Wie gesagt, wir leben in einer Zeit, in der, und jetzt natürlich mit den jüngsten Ereignissen in Wien umso mehr, in der Terrorismusangst auch eine Rolle spielt. Und auch da gilt es immer mal abwägen, wie sehr wollen wir Grundrechte oder Freiheitsrechte einschränken. Es ist ja letztendlich bei Corona auch sehr, sehr ähnlich. Sie wissen, wir leben in einer westlichen Demokratie, die sich den Menschenrechten verschrieben hat. Dazu gehören auch solche Dinge wie freier Personenverkehr und so weiter. Und wenn also der Staat das Ganze drastisch einschränkt mit dem Kontaktverbot und so weiter, dann muss es schon schwerwiegende Gründe dafür geben, in unserem Fall eben eine Corona-Epidemie, aber es ist letztendlich immer ein Abwiegen, für das auch nicht so einfach ist natürlich in Situationen, die ziemlich neu sind. Ah, interessant, Sie sprechen in Ihrer Muttersprache und die Werbung kommt auf Deutsch. Genau, das sieht man auch, die automatisierten Übersetzungssysteme funktionieren ja sehr, sehr gut.
Sie werden vielleicht auch schon das eine oder andere Mal Google Translate verwendet haben, oder gibt es auch mehrere. Und wenn man wenn die Spracherkennung funktioniert und die Übersetzung funktioniert, dann ist es in Kombination natürlich auch sehr, sehr einfach, diese beiden Dinge zu kombinieren. Ah, da haben wir was gemeinsam. Ich interessiere mich auch null für Autos. Also nur insofern, weil sie irgendwas von A nach B transportieren muss, ob es dann reinpasst. Kann man, Antikapitalika fragt, kann man rausfinden, ob sich Leute Follower gekauft haben? Jein. Das vorhin erwähnte Social Blade Tool ist ganz gut dazu. Ich selber verwende auch sehr gerne Hype Auditor. Ist ein ähnliches Tool, nur für Instagram. Die Idee ist folgende: Wenn Sie auf normalen Weg einen Instagram-Account betreiben und Ihre Popularität steigt langsam an und man zeichnet dann die Kurve des Follower-Wachstums auf, dann sollte das so eine anwachsende Kurve ergeben. Wenn Sie nicht sehr vorausplanen, zu einem Zeitpunkt sehr viele Follower gekauft haben, sagen wir mal, Sie legen einen Account an und Sie haben dann noch 3 Monaten 200 Follower und dann überlegen Sie sich, jetzt werde ich aber professioneller Influencer, dann kaufen Sie sich 20.000 Follower, dann macht diese Kurve das und wow. Das kann ein Indikator sein, dass Follower gekauft wurden. Es gibt aber Follower-Händler, die da etwas intelligenter vorgehen und die Ihnen jetzt, wenn Sie 10.000 Follower kaufen, die sozusagen nicht in einem Paket vor die Tür bzw. vor den Feed werfen, sondern die das graduell nach und nach machen. Sagen wir mal, wenn Sie am Tag organisch 2 bis 3 Follower haben und Sie kaufen dann noch 2 bis 3 dazu, dann wird es mit so einer Auswertung natürlich nicht großartig auffallen. Auf der anderen Seite kann es auch solche Thumbs geben, ohne dass Sie Follower gekauft haben. Ich war mal mit der Marion bei einer Konferenz auf dem Podium, die Lady Venom, sehr bekannte österreichische Travel-Bloggerin und Travel-Instagrammerin, und da haben wir dann ein paar so Social Blade Kurven analysiert und jemand hat dann ihre rausgezeigt, du hast ja da auch so einen unerklärlichen Anstieg. Und in dem Fall, das war bei mir bei Twitter auch mal ganz ähnlich, es gibt ja, ich bin nicht der Instagram-Experte, aber es gibt ja auf Instagram auch die empfohlenen Accounts. Ich weiß nicht genau, wie die im Detail funktionieren, aber der Punkt ist, wenn man da, gibt es die noch? Vielleicht, sie hat es mal gegeben zumindest, ich weiß, dass sie mal gegeben hat. Und wenn man da auftaucht, dann hat man in sehr kurzer Zeit sehr viele Followers gekriegt, echte Follower auf legalem Weg. Andere Möglichkeit, Sie könnten schon ein mittelpopulärer Instagram-Account sein und dann machen ZDF, ARD oder irgendein Sender einen Beitrag über Sie. Sie kriegen dadurch viele Follower, muss auch nicht gekauft sein. Das heißt, es ist ein Indikator, was Sie sehr interessiert, wenn Sie so einen Account analysieren. In der Regel ist auch die Ratio von Followern und Interaktion. Die ist aber auch nicht mehr so leicht rauszufinden. Wie gesagt, Instagram zeigt die Likes nicht mehr an und es ist auch nicht besonders schwierig, Fake-Likes einzukaufen. Es ist auch relativ einfach, mit einschlägigen Tools Fake-Kommentare zu erzeugen, zumindest wenn sich das Komplexitätsniveau der Kommentare auf nicht sehr hohem Level bewegt. Das heißt, Sie müssen da im besten Sinne induktiv arbeiten und einen Account anschauen. Und dann letztendlich können solche Tools zur Hilfe nehmen, die geben keinen hundertprozentigen Aufschluss, aber dann doch ein wenig Pi mal Daumen entscheiden, ob Sie mit dieser Person zusammenarbeiten möchten oder nicht. Aber letztendlich, und da läuft es natürlich auch bei der ganzen Social Media Kommunikation darauf hin, denke ich, geht es in der Zusammenarbeit mit Influencern oder im Online-Marketing überhaupt weniger um diese KPIs und auch weniger um diese Analysen, sondern die interessantere Frage ist jemand in seiner oder ihrer Community eine etablierte Expertin, ein etablierter Brand. Und da gibt es natürlich, ich sage mal, qualitative Indikatoren, die auch sehr interessant sein können. Nebenbei bemerkt an dieser Stelle, falls Sie mal einen Keynote-Speaker buchen möchten für eine Konferenz, es gibt verschiedene Listen von Top 100 Keynote-Speakern in unterschiedlichen Ländern. 90% davon sind auch gekauft und das ist gar nicht so billig. Das kostet, glaube ich, 5.000 Euro, wenn Sie das Top-Speaker oben stellen wollen. Also Influencer-Marketing ist nicht der einzige Bereich, wo auch ganz gerne ein wenig gefaked wird. Ja, stimme ich zu, das lässt sich ganz gut an den Likes bzw. Kommentaren ablesen.
Es kann auch immer mal einzelne Postings geben, die Ausreißer sind, aber wenn man sich da mehrere Postings anschaut und Hirn und Hausverstand ein wenig einschaltet, dann wird's auch, dann sieht man das auch ganz gut. Ich muss auch dazu sagen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Communities. Ich bin ja eher auf LinkedIn zu Hause. Die Plattform werden wir uns auch noch näher anschauen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass die sehr, sehr relevant sein wird für Sie in puncto Berufsleben und Karriereplanung. Da sehe ich sehr deutlich, das heißt unterschiedliche Communities, wenn Sie Status-Updates posten und die richten sich an Marketing-Experten, dann gibt es sehr viel Diskussion, die beschäftigen sich viel mit diesen Themen. Wenn Sie Status-Updates von, sage ich mal, ja, vergleichbarer Qualität oder Detailtiefe für die metallverarbeitende Branche veröffentlichen, gibt es wesentlich weniger Interaktion. Das liegt aber daran, nicht nur, also ich würde sagen, online sind heute schon ziemlich alle, aber die Metallverarbeiter sind nicht so gesprächig online. Und da muss man sich natürlich auch drüber im Klaren sein, dass es Unterschiede gibt. Würth Elektronik, kennen Sie vielleicht, ist, da habe ich ein ganz interessantes Beispiel, da hatte ich mal den Marketingverantwortlichen von Würth Elektronik als Interviewgast in meinem Livestream, und Würth Elektronik macht ziemlich unsichtbare Teile, und zwar Steuerplatinen für Motoren. Warum unsichtbar? Wenn Sie ja Auto sehen oder ein Fahrzeug, wo die drin sind, die Platine ist irgendwo ganz tief drin im Motor, die kann man schlecht herzeigen, und das ist jetzt auch, ich sage mal, ist ein sehr wichtiges Produkt, diese bei elektronischer Motorsteuerung irgendwie naheliegend. Da definiert die Platine sehr stark Leistung und so weiter mit. Aber es ist ein Produkt, das etwas abstrakt ist, ziemlich unsichtbar, und Würth arbeitet da mit einem YouTube-Influencer zusammen. Der hat, glaube ich, mittlerweile über 1 Million Follower, ist Amerikaner, und der schreibt über Motorsteuerungen. Und es gibt, anders als wir beide, es gibt viele Leute, die sich für Autos interessieren, und die Videos sind wahnsinnig populär und haben sehr viele Views. Aber im Vergleich zu anderen Videos mit dieser Viewzahl auffällig wenig Kommentare, aber durchaus viel Likes. Und das ist auch so eine Sache, keine sehr gesprächige Community. Der hat tatsächlich wahnsinnig viele Leute, die sich die Videos anschauen, auch Profis aus der Branche. Der ist eine volle Autorität am Gebiet der Motorsteuerungen. Das muss man, und deswegen ist das, wie gesagt, ja, es gibt ja auch mittlerweile einschlägige Agenturen, die sozusagen im Wesentlichen Influencer-Recherche machen oder ein Portfolio an Influencern verwalten, so wie Modelagenturen Models verwalten und dann sozusagen auch für Qualität bürgen dabei. Ja, stimmt, auf Social Blade sieht man die Engagementrate, die ist natürlich sehr wichtig. Wenn die bei einem Following von 20 bis 50k schon unter 5% liegt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass viele der Follower nicht echt sind. Grundsätzlich ja, wenn wir es mit typischen Instagram-Themen zu tun haben, Lifestyle, Food, Mode, Fitness, auf jeden Fall, DIY, stimme ich voll zu. Auf der anderen Seite, wenn man eine LinkedIn-Page betreibt, die 50.000 Follower hat und eine Engagementrate von 5%, dann ist das super. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, LinkedIn hat dieses Problem der Fake-Followers natürlich gar nicht. Rotzlöffel schreibt, oft werden auch Gewinnspiele geschaltet, dadurch gewinnt man extrem an Followern. Diese Folge, ja, Klassiker, kenne ich auch in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt ja auch die Gewinnspieltouristen oder die auch einschlägige Seiten, die Gewinnspiele auflisten, wo man schauen kann, was gibt es heute so zu gewinnen. Das bringt relativ wenig, genauso wie sie schreiben. Das sind dann tatsächlich die Personen, die sehr schnell oder sehr rasch wieder entfolgen, in der Regel diesen Accounts. Nichtsdestotrotz setze ich auch selber immer wieder sehr gern Gewinnspiele ein als Marketing-Tools, allerdings nicht zur Gewinnung von Followern. Gewinnspiele können schon sehr interessant sein, wenn sie, also das schlechteste Gewinnspiel ist, wir verkaufen Motorsteuerungsplatinen und verlosen ein iPhone. So, irgendwas, das nichts miteinander zu tun hat. Dann haben sie einen Haufen Leute, die wollen das iPhone gewinnen, sind dann wieder weg. Wenn sie in ihrer bestehenden Community, wenn sie zum Beispiel einen Event bewerben, was wir vor kurzem gemacht haben, und sie, sagen wir, es handelt sich um einen durchaus etwas hochpreisigeren Event, und sie verlosen eine Gratiskarte, aber nicht dafür, dass die Leute der Seite followen, sondern dafür, dass die Leute was posten zu dem Event, dann kann das schon ganz gut funktionieren, wenn sie nahe einer Zielgruppe sind, wenn der Preis vollkommen unattraktiv ist für den klassischen Gewinnspieltouristen, weil der will vielleicht keinen eintägigen Workshop über Motorsteuerungen besuchen, dann kann es trotzdem funktionieren. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, rein zur Followergewinnung weitgehend unsinnig. So,
ein wenig verplaudert mit den Fragen. Die Uhrzeit ist auch schon etwas fortgeschritten. Ich möchte Ihnen aber heute noch unbedingt ein kurzes Video vorstellen. Ich wollte ursprünglich auch in die Untiefen des Facebook Ad Managers abtauchen, weil ich denke, man kann sich das besser vorstellen, wenn Sie mal gesehen haben, wie man so eine Kampagne Schritt für Schritt anlegt. Ist nicht sehr kompliziert, das machen wir beim nächsten Mal. Aber vorher heute sozusagen fürs Framing, fürs Mindset, ein Video von Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Ich habe ihn auch schon mal erwähnt in der Vorlesung. Amerikanischer Marketer hat begonnen mit dem ersten Online-Weinversand, ich glaube 1998, als alle zu ihm gesagt haben, das ist ein kompletter Vogel, niemand kauft Wein online. Vielleicht irgendwann Bücher, aber Wein sicher nicht. Ist eine der großen Autoritäten und durchaus auch ein, wie soll man sagen, besticht mit einem erfrischenden Auftreten. Er sagt sehr gern sehr oft Fuck. Bold Statements, wie man das auf Amerikanisch nennt, aber er trifft den Punkt, das muss man ihm absolut lassen. Aber schauen Sie mal selbst. In dem Gespräch stecken einige sehr... Ah, Capri. Hat uns jemand besucht? War gerade der Hundekopf rechts unten. Capri, aber jetzt geht's ja wieder. Kannst du ruhig Hallo sagen. In dem Interview stecken einige sehr interessante und zentrale Aspekte drin. Es geht ja tatsächlich darum, um diese Underpriced Attention. Und auch, was Gary Vaynerchuk da anspricht, dass im Vergleich zu so traditionellen Werbeformen Social-Media-Kanäle in vielen Bereichen immer noch sehr, sehr billig sind, macht sie natürlich ausgesprochen attraktiv. Auf Facebook, auf Instagram sind die Systeme relativ einfach zu bedienen. Diese Self-Service-Tools, das hat man ziemlich schnell gelernt. Da gibt es auch Kurse dazu, das kann man am Nachmittag erledigen. Was man nicht so schnell lernen kann, ist eben, und das ist der zweite große Punkt in seinem Video, sogenannte Customer-Centric Behavior oder nutzerzentriertes Verhalten. Wirklich zu schauen, was interessiert meine Zielgruppe, was wollen sie. Da Seth Godin, ein sehr bekannter amerikanischer Online-Marketer, der sagt immer, oder er vergleicht das immer im klassischen Werbesystem, ging es eben wirklich darum, laut genug zu schreien oder oft genug gehört zu werden, also genug Werbung, ausreichend Wiederholung, und dann funktioniert es auch mit dem Verkauf. Man könnte es auch mit einem klassischen Markt oder mit dem Marktschreier vergleichen. Im Social-Media-System, wo es viel mehr Player gibt, geht es vielleicht nicht mehr darum, der Lauteste zu sein oder der quantitativ Sichtbarste, am meisten Werbung zu haben, größte Reichweite zu haben, sondern die passende Botschaft wirklich nah an die Zielgruppe zu bringen. Dazu muss man eben wirklich verstehen, welche Plattformen nutzen Zielgruppen. Ich persönlich muss immer sehr lachen, weil ich bin ja seit vielen Jahren auch immer regelmäßig auf Online-Konferenzen. Es gibt natürlich immer Trends. TikTok hat vor eineinhalb Jahren begonnen, da eine gewisse Rolle zu spielen, Sprachinterfaces und so weiter. Und es steht dann immer irgendjemand auf der Bühne, der sagt, Unternehmen müssen jetzt TikTok verwenden. Wenn ich ein Unternehmen wäre, das Gehhilfen und Zubehör für Senioren verkauft, dann würde ich TikTok ziemlich ignorieren. Wenn ich Produkte vermarkt, meine Zielgruppe zu einem hohen Grad unter 18 ist, ist TikTok ein absolutes Muss. Das meint er auch mit Platform Agnostic, also sozusagen whatever works. So viel heute zu dem allgemeinen Thema Social Media Advertising. Wir werden uns, wie angekündigt, dann nächstes Mal eine solche Facebook-Kampagne live ansehen und dann auch wieder ein paar Worte, wie wir mit diesem Thema dann bei der Prüfung umgehen werden. Ja, Hunde und Katzen funktionieren total. Eine Sekunde, das ist die Capri. Sag Hallo. Du bist gerade in der Vorlesung. Sag was Schlaues, Capri. Wir haben zwei. Die eine ist gerade unter der Decke, die mag ich nicht rausholen. Sag Hallo, sag Ciao. Bis nächste Woche, dann geht's weiter mit Social Media Advertising. Ja, nächstes Mal dann der andere Hund und der Facebook Ad Manager. Ich wünsche noch einen schönen Donnerstag und einen geruhsamen Lockdown. Nutzen Sie die Zeit, auch wenn schönes Wetter ist, gehen Sie raus. Psychische und physische Erholung sind ja zum Glück noch erlaubt. Bis nächste Woche. Ciao.